So, Eisenerz. Jetzt wieder den Miner in die Hand. Hier drauf. Wechseln. So, jetzt läuft er. Jetzt steht er quasi vor dem, direkt vor dem Tower. Ja, ja. Okay, erstmal wieder zurück. Weiter geht's. Wir brauchen noch... Für die schweren Eisenplatten, na gut, das müssen wir dann auch. Na, da brauchen wir noch Schrauben und Schrauben werden aus Stangen gemacht. Mm, juhu. Ich mache jetzt erstmal Beton. Na, ich mache dir erstmal die normalen Eisenplatten, dass wir eins voll haben wieder. Mhm. Dü-dü-dü-dü. Aber es macht verdammt Spaß, wieder hier anzufangen, muss ich sagen. Es ist sehr lustig. Eisenplatten. Ich brauche erstmal Eisenbarren. So, Beton ist drin. Ich finde es auch gut, dass wir da eine andere Stelle gewählt haben und nicht so... Ah, Beton. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, ja. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Bestimmt nochmal Eisenerz, hä? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, klar. Ich gehe nochmal. Wir müssen ja die ganzen Schrauben etc. Ich mache jetzt erstmal, warte mal, 5, das heißt, wir brauchen 31 Eisenplatten. Die mache ich jetzt erstmal. Und dann brauchen wir Schrauben. So. Eisenplatten. Upp, da rein. Auch voll. Jetzt geht's um... Wir brauchen ja nur zwei verstärkte... Mhm. Okay. Nein, es reicht nicht. Was brauchst du noch? Ja, warte mal, ich muss Eisenbarren noch umändern. Und ich brauche Stangen, glaube ich, noch, ne? Dann würde ich mich mal um so einen zweiten Miner noch kümmern, hä? Ja, ja, das ist eine gute Idee. So, was brauche ich denn hierfür? Ich brauche normale Eisenplatten. Vier Stück. Ja, gut. Und jetzt kann ich zwei verstärkte Eisenplatten machen. Und damit sind wir schon wieder eine Stufe weiter. Neue Gebäude, neue Teile, Spieler verbessert. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft. Und da kommen wir nämlich zu den ersten Minern und Lagercontainern. Objective, hub upgrade, additional power. Oh Gott. When planning the construction of buildings, note the placement. Da brauchen wir jetzt aber richtig viel. Caution, overloading the power network guarantees suboptimal. Ich stelle jetzt mal den Miner da hinten beim Beton auf. Mhm. So, jetzt brauchen wir 100 Eisenplatten. Boah. Ach du Scheiße, ja. Ist halt die Frage, machen wir das jetzt noch händisch, um so weit wie möglich? Ja, ja, ja. Diese scheiß Bienen. Das machen wir erstmal noch händisch, bis wir die Hubs, die Grundhubs erstmal drin haben, weil das würde sonst viel zu lange dauern. So, das ist schon mal das Kabel und das sind die ersten drei Eisenplatten. Juhu. Eisenplatten, da kann ich noch 24 von herstellen. Und dann muss ich erstmal wieder Rohstoffe sammeln gehen. Ich werde immer besser darin, die scheiß Viecher platt zu machen. So. Ja, 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 man übt sich da drin. So, Eisen. Eisen oder Kupfer? Was braucht man jetzt? Eisen brauche ich. Dann kriegen wir nämlich auch Förderbänder und. Ich kann den Miner nicht setzen. Vielleicht muss ich erstmal hier so ein bisschen abbauen, bis das Ding hier weg ist. Du musst erst das Große weghauen. Erst dann kannst du den Miner setzen. Anders geht's nicht. Tja.
Tür. Das geht aber nicht weg. Jetzt. Jetzt. Ah, jetzt ja, ein Miner. Beton brauchen wir auch noch 20 dann. Das kriege ich jetzt mit. Es geht weiter mit Eisenbarren. Bis der Knopf glüht. Ich bringe nochmal Eisen mit, hä? Ja, auf jeden Fall. Schon mal Das hier bin. wird nicht reichen. Wir brauchen ja auch Eisenstangen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Eisenplatten. Wenn du Beton und Eisenstangen machst, dann ist das Jo. ganz gut. Siebenundzwanzig, das heißt 75, 73 Stück. Das wird nicht ganz reichen, da werde ich nochmal laufen müssen. Es wackelt schon hier alles. Okay. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zack. Ah, es fehlen immer noch 23. Okay. Ich komme auch nicht auf die 75 Stangen, aber naja. Na, ich denke, wenn ich jetzt noch eine Fuhre hole, dann werde ich die Platten voll haben. Und wenn du dann erstmal schon mal den Beton reinschmeißt, dann kommen wir da schon weiter. So, wie weit ist er denn? 54, ja. So, fast geschafft. Okay, cool. 11 und 10, ja. Ich gehe noch mal Kupfer holen. Ist ja ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ich dürfte jetzt den Rest in der Zeit vollkriegen. Und dann sind wir schon beim Hub 4. Was ist das hier eigentlich auf dem Weg? Ach, noch mal Eisen. Okay. Eisen ist immer gut. So, Eisenbahn. Zack. Eisenplatten brauchen wir 11 Stück. Keine Fliegen. Naja. So, 11 Eisenplatten. Und jetzt brauchen wir noch Eisenstangen. Da brauchen wir genau noch 10 Stück. Okay, und dann. Wir haben Update. Eisenstangen Gut. da rein. Eisenplatten da rein. Drücken. Und wir sind dann schon beim letzten Hub-Upgrade. Und dann können wir nämlich. Congratulations. You have unlocked hub feature additional biomass generator. Ach, New buildings, Jemine. which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade molecular analysis. Note: To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good Na luck. gut, good luck. So, 134 Draht haben wir schon mal drinne. Ding, 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 ding. ding, genau so ist es. So, diesmal fange ich mal mit Eisenstangen an. Das geht irgendwie gefühlt schneller. 300 Draht kann ich herstellen. Ja, das ist doch cool.
Das ist doch sehr cool. Wenn du dich dann um den Draht und um den Beton kümmerst, dann mache ich schon mal beim Eisen weiter. Das ist doch cool. Ja, der Kleine ist auch schon voll, so wie es aussieht. Eine Latscherei ist das. Ist ja wie bei World of Warcraft. Ja, noch ist das so. Ja. Okay, wo ich jetzt Beton und dann noch mal Kupfer. Ah, ich weiß. Aber ist doch cool. Kupfer ist doch schon, das ist ja richtig schnell. Auch keine Bienen, ist doch gut. Ja. Ich meine, die sind gar nicht so schlimm. Und spätestens, wenn wir später Nee. den großen Sapper haben, dann kriegt man die auch relativ gut klein. Aber man muss sich halt erst dran gewöhnen wieder. So, jetzt haben wir gleich 3, 2, 1. Jetzt kann ich genau 100 Eisenstangen. Dann fehlen da nur noch 19. Und dann kommen die Eisenplatten. Das wird ein bisschen länger dauern. Laufe ich jetzt richtig? Ja. So. Eisenstangen. Und wieder zurück. Zack. Huch. Oh, so ein Bacon-Pilz habe ich gefunden. This consumable Oh. possesses minor healing properties. Further analysis required to Eva. establish object scanner. Ah ja, stimmt. Ja, klar. Wir können dann nachher, wenn wir die Scanner haben, können wir alles Mögliche scannen. So, mal gucken, wie weit er ist. Oh, fast. Fast 100. Sehr gut. Ach ja. Buggy und alles mögliche. LKW. Und Züge, das haben wir Züge. ja leider auch nie geschafft. Ja, uns hat echt das Öl damals so ein bisschen das Genick gebrochen, dass wir da nicht weitergekommen sind. Wir haben zwar viermal unsere Fabrik umgebaut, aber sind keinen Schritt Tja. weitergekommen. Ich sage nur dieses Mal Basics. Erst Basics. Erst muss es funktionieren, dann können wir es schön machen. So, weiter geht's mit Eisenbahn. Ich gehe jetzt auf die Eisenplatten. Erstmal. Eisenstangen, das geht ja schneller. Ist kein Wunder, dass wir damals so viel Draht hatten. Pro Barren kommen da drei Drahtdinger raus. Ja, Draht und Kabel, da konnten wir uns mit zuschmeißen. Ja. So, 50 Eisenplatten konnte ich damit jetzt herstellen. Das heißt, das Ganze noch zweimal, dann der Beton und dann die Stangen. 50, ja, genau. Tack. Und wieder laufen. Ich bin gespannt, wenn wir hier so die Basics erstmal errichtet haben, wenn wir dann so mal ein bisschen auch gucken gehen, was es rechts und links gibt. So, jetzt fehlen es nur noch ein paar Stangen und ein paar Platten. Naja.
Das Problem ist, wir haben nur einen Eisenminer. Im Grunde genommen bräuchte man einen zweiten. Ja, würde ich machen, aber dazu brauchen wir 4 Eisenplatten. Da kann ich gerade nicht mit dienen. Ich So. komme auch in deine Richtung und nehme ja auch mal was mit dann. Ja, ich greife die gleich mal ab, wenn sie voll sind, die 100. Das Und reicht ich genau für mache mir 50. dann. Für 50 Platten reicht das nämlich genau. Okay. Dann mache ich noch einen Miner und stelle den da hinten auf. So, jetzt läuft er wieder. Ja, aber da hinten musst du Obacht geben. Da sind halt wirklich Bienen, ne? Nee, waren jetzt keine. Bin vorhin Ach, vorbeigelaufen. okay. Ja, dann kommen ja diese automatisierten Buggies später. Hihi. Dem Autopiloten, ja. Genau. So, aber erstmal machen wir wieder ganz freundliche Eisenplatten. Eisenplatten. Aber das geht jetzt bei dir so mit dem großen Bildschirm. Also du sitzt da nicht zu nah dran, dass du da irgendwie ein Drei Nö, nö, kriegst. nö. Nö, nö. Okay. Ja, und dann noch eine Fuhre Eisenplatten. Ich sitze eigentlich weiter weg als vom alten Monitor auf jeden Fall. Okay. Ich sitze jetzt bloß ein bisschen schräg davor, weil es jetzt nicht anders geht. Ja gut, dir fehlt jetzt halt kabellose Maus und Ja, habe ich Tastatur. bestellt vorhin. Dann kannst du ja so, wie du quasi schon gesagt hast, am Couchtisch Ja. sitzen. Oh, das waren ja noch gar nicht meine Eisenplatten, das waren ja erstmal das Das Erz. Einzige ist dann mit dem Headset, muss ich mal gucken, ob ich dann auch ein funkloses brauche. Ach so. Funkloses. Ja, Schnurloses. genau. Ein Funkloses. ein funkgebundenes. Genau. Ach je, okay. So, ich habe jetzt 3 Miner hergestellt, nur für alle Fälle. Okay, uns fehlen noch 19 Eisenstangen und noch eine Runde 50 Eisenplatten. Dann haben wir 5 Upgrades. Wow, ich glaube, so schnell waren wir damals nicht. Kann sein. So, ich brauche jetzt einmal 100 Eisenerz. Zwei Miner kann man hier nicht aufstellen, oder? Naja, ich weiß es nicht. Doch. Kann man? Ja, Klar. super. Ich warte jetzt, bis der hier 100 voll hat. Und wenn du dann noch ein bisschen was für die Eisenstangen mitnimmst. So, jetzt habe ich hier 3 aufgestellt. Ja, das ist super. Dann dürften wir auf jeden Fall erstmal hinkommen. Ich stelle beim Beton noch einen hin, weil ich kann mich erinnern, dass wir sehr viel Beton gebraucht haben. Ja, brauchen wir für die ganzen Förderbänder etc. Und wir können ja Dafür dann. waren es Eisenplatten, oder? Ich glaube, Eisenplatten war für Förderbänder. Das kann auch sein. Ich meine, wir können ja jetzt schon dann richtige Miner auch bauen. Also wir können die ja durch den mobilen Miner ersetzen, beziehungsweise wir Ja. brauchen ja einen mobilen Miner, um einen normalen Miner hinzubauen. Richtig. So, aber jetzt kommt erstmal das Update. Und dann können wir nämlich auch anfangen zu scannen und so weiter. So, ich bringe noch mal Eisen mit. Ja, da könntest du vielleicht die Eisenstangen, die restlichen, machen. Dafür brauchen wir dann noch 19 Stück. Okay. 19, ja, das geht. Aber ich mache jetzt die letzten 50 Eisenplatten. Zack, und los geht's. Na, los geht's, sagte ich. Und dann haben wir das schon mal fertig. Sind fertig. Also rein damit. Und dann
Kommt von dir noch die 19 und dann. Und drücken. Badum. Bei mir ist der Boden weg. Ah, jetzt. Was? Geht das schon wieder los? Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er angeflogen. Ja. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. Ja, hör auf zu labern. Sehr schön. Das heißt, wir haben alle fünf. Wir können nämlich jetzt anfangen, Hilfsmittel, Logistik, persönliche Aufbewahrung oder Wände. Was hättest du denn gerne? Na, erstmal Logistik, oder? Logistik. Damit bekommen wir Förderbahnsplitter und Förderlifte und sowas alles. Okay. Logistik ist ausgewählt. Wieder so viel. Aber jetzt gucke ich erstmal, was wir eigentlich indessen schon alles bauen können. Ich wollte gerade hier was in die Analysemaschine stecken, aber irgendwie geht das nicht. Ich habe die Nuss reingelegt, aber der Button Beginn Analyse, es geht, ist nicht auswählbar. Braucht der Strom vielleicht? Strom? Kann's probieren, ja. Objektscanner. Ja, macht irgendwie Sinn, ne? Ein Objektscanner, okay, und ein Signalisator. Allzu viel können wir hier noch nicht ausbauen. Aber das ist ja auch okay. Strom, naja, momentan können wir ja nur Strom mit Dings machen, ne? Mit ich habe das in Biomasse umgewandelt, aber ich glaube, das kann der gar nicht. Zwei. Da unten ist Strom. Ja gut, aber da brauchen wir erstmal so einen Biomasse-Konverter. Strom habe ich jetzt mal gemacht. Huch. Na, ich gehe mal das nächste Eisen holen. Das ja, Tatsache. Okay. Wie hast du Strom? Ach ja, da sind ja welche dran, richtig. Ja. Ah, hatte ich vergessen. Zwei. Ja. Ich gucke erstmal, was wir jetzt hier überhaupt alles bauen können. Noch Biomasse-Burner. Wo hast denn das jetzt gefunden? Unter Kuh. Unter Kuh? Ach, tatsächlich. Ach ja. Meiner? Schmelzofen, Constructor. Strom. Wände. Ah, na, ich würde sagen, dass ich mal die größeren Miner baue. Ja. Was brauchen wir denn dafür? Eisenstangen, die ich nicht habe. Okay. Eisenstangen und so. Den kleinen. Okay. Ich habe jetzt hier 300 Eisen mitgenommen. Mhm. Und du sagst mir, was ich da als erstes für dich. Ja, Eisenstangen habe ich selber. Du kannst dich eigentlich weiter um den Milestone kümmern. Dann kümmere ich mich um den. Okay. Ich muss bloß nachher gucken. Ich habe keine Ahnung, wo das Kupfer war. Da muss ich dann nochmal suchen. Dann mache ich jetzt erstmal 300 Eisenbarren. Juhu, Freude. Oh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt den großen Miner da aufstelle, können wir die drei kleinen nicht mehr nebeneinander setzen. Nein, einen davon brauchen wir sowieso, um den großen Miner überhaupt bauen zu können. Erinnere dich. Wir brauchen das ist mir schon klar. Du hättest nur noch zwei und die brauchen wir dann aber dort auch nicht mehr, weil der große produziert so viel. Die können wir dann halt für Kupfer oder für Beton erstmal aufsetzen. Beziehungsweise an die hintere Stelle, wo du sagtest, wo keine mehr sind. Der braucht aber Strom. Ja, richtig. Aber wir können ja Fördermasten und sowas bauen. Müssen wir dann dorthin setzen. Fördermasten und Stromleitung. Das heißt, wir brauchen Kabel. Ja, Stromleitung mache ich gerade. Ist das spannend.
100 Eisenbahnen hier zu schmelzen, ist super spannend. Aber ich kann sämtliche Eisenstangen schon mal gleich damit erledigen. Beziehungsweise, ich könnte 105, ich könnte die Hälfte der Eisenplatten damit schon schaffen. Das ist gut. Du hast jetzt gerade abgehakt, aber ich habe dich, glaube ich, verstanden. Naja, ich mache jetzt die Eisenplatten als erstes. Kriege ich jetzt, glaube ich, 150 von hin. Was baust du da eigentlich, wenn ich fragen darf? Stromleitung. Ah, okay. Hast du genug Kabel und so weiter? Ja, ja. So, der Miner müsste jetzt laufen. Setzt du die beiden anderen Miner dann an die hintere Stelle oder was hast du mit den beiden vor? Noch gar nichts. Ich habe noch nicht geguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob unser Strom dann dafür reicht. Naja, müssen wir wahrscheinlich Blätter sammeln. Satisfactory time. Boah, bis diese Eisenbarren mal hergestellt sind. Ja, frag mich mal, wie lange es dauert, bis ich die Eisenplatten hier habe. So, 150. Wahnsinn. Ah, Stromleitung. Kann jemand die Wäsche aufhängen? So, dann gucken wir mal. 75 hat er schon wieder, das ist gut. Ich brauche 100 für die Platten und dann... The man has completed its analysis. Oh, ja. Analyse. Ich doch gleich mal gucken. So. Barrel nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. So, dann habe ich jetzt den zweiten reingeschmissen. 100, dann mache ich jetzt schon mal die Platten. Na, ich kann den anderen Miner jetzt auf das andere Feld noch setzen. Ja. Früher oder später kommt da sicherlich auch nochmal ein großer hin. Sowieso. Na. Aber im Moment. Ich meine ja einen großen nicht. Ach, du willst einen großen? Ja, dann setz da schon mal einen großen hin, klar, logisch. Umso eher, wir können ja dann hier vorne Container und können ja dann irgendwann anfangen abzutransportieren. So, ich baue jetzt 50 Eisenplatten, dann sind wir die durch und dann brauche ich noch 200 Eisenstangen. Juhu. Ich glaube, wir können schon Container bauen, oder? Mhm, glaube auch. Das heißt, wir könnten von da hinten anfangen, die Sachen schon mal herzutransportieren, weil bis wir die erste... Wir könnten rein theoretisch sogar schon Konstruktoren und sowas bauen, aber gut, das ist noch ein bisschen hin. So, beim Beton habe ich jetzt auch schon Miner aufgestellt, aber wir brauchen halt Strom. Tja. Bei Kohle sind wir noch nicht. Nee. So, das heißt, das waren 50. So, das sind die Eisenstangen. Dann gehe ich mal weiter. Ja, dann wäre es schön, wenn du da fertig bist, wenn du dich vielleicht um den Draht kümmern könntest. Ich guck mal gerade wegen Strom. Ah ja, ja, das ist wichtiger. Okay, wir haben Verbrauch 10,1 und Kapazität 20. Okay, und da ist jetzt schon der zweite Miner mit dran? Alle drei. Drei? Wo ist denn ein dritter? Na, beim Beton. Ach so, okay.
Oh, hier sind schon 100 fertig. Sehr schön. Was kosten denn Kisten eigentlich? Wo haben wir überhaupt schon Kisten? Ach da. Ja, das geht, das kriege ich hin. Aber ich wollte hier noch ein bisschen Zeug reinhauen. Wie weit ist denn unser Biomasse runter? Okay. Das geht. Tja, mache ich beim Kupfer genau das gleiche, ja? Da weiß ich aber nicht, habe ich genug Sachen, um die Stromlinie bis da hinten hinzubauen. Wenn nicht, müssen wir das produzieren halt. Ist ja wichtig. Gerade was weiter weg ist, sollte man nicht immer hin und her rennen müssen. Ja, und dann müssen wir uns hier Container aufbauen, wo die dann auch hingeliefert werden. So, weiter geht's. Die nächsten, jetzt kommen die Eisenstangen. Also Eisen haben wir hier ohne Ende, so versteht. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Brauchen wir auch. Eisen, Kupfer. Bin gespannt, wie weit die Kohle dann später weg ist. Ich hoffe nicht so weit. Für die ersten Kohlekraftwerke. Und Kupfer, weißt du ja, ne? Braucht man immer nicht ganz so viel. Nee, nee. Deswegen reicht hier einer. So, ich glaube, ich werde 100 Eisenstangen daraus kriegen. Das heißt, ich brauche noch eine volle Ladung Eisen. Dann haben wir den so. Logistiker fertig. Beim Kupfer ist auch ein Miner dran. So viel. Jetzt kann man wenigstens an den Kabelleitungen langlaufen und weiß, wo es ist. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Okay. Hast du den Kupfer gleich mitgenommen aus den alten Minern? Ja, ja. Ja, okay. Klar. Das heißt, du kannst die Draht produzieren. Ja. So, das war die erste Hälfte. Puff. Und dessen dürfte. Das ist gut, dass du da drei Miner hingestellt hast. Da ist immer einer voll von. Und wenn wir die drei abtransportiert kriegen nach hier vorne und der Weg ist gar nicht so weit, das wäre nicht schlecht. Ich habe noch auf dem Weg zum Kupfer gibt es noch zwei oder drei Eisenvorkommen. Also. Okay, aber erstmal kommen wir mit den dreien ganz gut hin. Also was brauchst du? Draht? Ja, 500 klar. Draht, ja. Ich leere mal die Miner hier gleich. Weil die stehen alle schon, weil sie voll sind. Ja, ich habe das gerade am Energieverbrauch gesehen. Ich dachte, hä, 5,3 Megawatt, das ist ein bisschen wenig. Ja, ja, aber das ist gut, da wir ja weiterbauen, kann ich sie jetzt alle drei schon mal leer machen. Und dann... Zack. Warum ich das nicht früher mit dem Fernseher schon gemacht habe, das ist so entspannt. Ja, gut. Solltest du auch mal überlegen, du hast ja einen riesen Fernseher eigentlich. Ich, ja, soweit kann ich. Bearbeitung, Bildbearbeitung und so kannst du natürlich an einem Fernseher nicht machen. Nee, Videoschnitt und so weiter ist ein bisschen doof. Nee. Abgesehen davon, ich müsste. Ja, doch, es würde reichen. Ich könnte mich auf die Couch. Ja, aber dann bräuchte ich auch eine entsprechende Tastatur. Und vor allem, ich müsste. Von der Rechner steht ja hier vorne. Ich müsste dann gucken, wie ich das Fernsehkabel dahin kriege. Hätte ich ja nun gar keinen. Naja, der Rechner müsste auf die andere Seite, was ja noch ein Vorteil wäre, dass du nicht das LAN-Kabel quer durchs Zimmer ziehen musst. Das ist richtig, aber. So, ich habe 300 Draht, kann ich dir jetzt anbieten. Boah, das reicht noch nicht, aber pack sie schon mal rein. Ich kümmere mich jetzt um die letzten Eisenstangen. Ach, nee, 400 habe ich, 409. Na dann, musst du nochmal hinwetzen. Naja. Eisenstangen, dann produziere ich jetzt gleich einfach mal alles, was ich habe in Eisenstangen. Ah, jetzt hat man ja zwei Handplätze, das ist ja sehr gut. Oh, echt? Habe ich noch gar nicht geguckt. Ja. Kann man denn das aber eine, die Nüsschen. Nüsschen? Genau, Küsschen, die Nüsschen. So, die. Was ist das hier hinten eigentlich? Ach, das ist auch Kalkstein, habe ich hier. Okay. Wofür brauche ich den? Für, Beton.
Für Beton. Ah, okay, gut. Die Miner sind echt schnell. Ja, Gott sei Dank. Also hier ist ein Eisenvorkommen noch auf dem Weg. Zwei, drei. Also. Gut, dann hätten wir insgesamt sechs, da hätten wir mehr als genug. Ja. Mit dem Kupfer werden wir wahrscheinlich erstmal hinkommen. Mit dem einen. Ich denke auch, ja, Und da braucht man nicht so viel. Beton hatten wir auch immer nur einen. Da sind wir auch reichlich mit hingekommen. Aber nur weil wir den sehr, sehr früh schon gestartet hatten. Wir hatten dann auch Ja. irgendwann mal einen Engpass, glaube Ja, ich. ja, ja, ja. Naja, weil wir, als wir alles umgebaut hatten, aber. Okay, jetzt habe ich sogar ein bisschen Beton dabei. Und ich kann den. Üb, 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 üb. Oh, ach Gott, die muss ich ja noch umwandeln. Eisenstangen. 200 Stück. Juhu. Erstmal 100 Kupfer umwandeln. Das geht aber schnell. Das stimmt. Die Logistik. So. Na, es gibt halt nichts außer Draht und Kabel, ne, aus Kupfer, sonst. Ja, Deswegen braucht man da richtig. nicht so viel von. Oh, hier fehlt noch ein bisschen Draht. Ja, bin dabei. Okay. Ich muss mir nur noch ein bisschen Kabel auf Tasche machen, um Strom zu verlegen und so ein Kram. So, der Rest ist voll, dann kommt von dir der Draht und dann ist das schon mal sehr cool. Müssen uns wahrscheinlich als erstes irgendwie um Strom kümmern, ha? Wir werden uns um Strom und um Container und Fördermittel, aber erstmal Strom, ja, wahrscheinlich. Und am Anfang wird es halt wahrscheinlich nur dieses Dingsstrom, So. Blätterstrom sein. Ich schick Super. mal die Rakete los. Ja, starte mal bitte. Milestone? Milestone reached. Conveyor belts can now merge and Drei start Minuten to increase the dauert's. complexity and Okay. efficiency of your factory. Dann kann The ich ja in der productivity Zeit hier schon display mal. will help you measure and improve the productivity of individual buildings complete with Ich optimization. dachte, das sind alles drei hier Eisen. Aber das sind nur zwei Eisen und einer ist Beton, so wie es aussieht. Na, ich würde jetzt mal eine Kiste vor die Eisendinger setzen. Na, macht das nicht mehr Sinn, die Kiste schon in der Nähe vom Hub zu setzen und das dahin zu transportieren? Weil wir brauchen es ja eigentlich dort. Ja, momentan, aber wir würden ja wahrscheinlich schnell in die Automatisierung gehen, ne? Ja, hoffe ich, hoffe ich. Kannst auch Und die machen wir. dorthin, kannst auch dorthin, es ist wurscht. Ja, setz sie mal ruhig dahin, sodass sie da zusammengeführt werden. Eine Kiste, aber ich würde die Kisten trennen, also ich würde Eisen und Beton trennen, nicht in eine Kiste. Das gibt so ein Tohuwabohu. Ja. Ach Gott, wie waren das noch? So, ich wandle schon mal Eisen wieder für den nächsten Schritt um, weil wir wollen ja weiter ausbauen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum.